Moin, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind gerade dabei und versuchen Papas blaues Hemd zu finden, das hier irgendwo in der Bucht rumliegt. Und ja, bevor wir jetzt loslegen, bauen wir uns hier mal so ein kleines Floß zusammen. Das sieht doch richtig gut aus, wie so ein Katamaran. Dreh das mal noch eben, dass wir ein bisschen besser damit losstarten können. Ups. Das würde ich sagen, ist schon solide. Jetzt müssen wir da noch zwei Sachen dran kriegen. Einmal was zum Steuern und Beschleunigung wäre noch ganz hilfreich, ne? Aber dürften wir alles haben. Wir brauchen einmal einen Ventilator auf den Boden und was zum Lenken. Habe ich auch noch. Guck mal da. Passt. Okay. Noch haben wir das Zeug da. Aber wird weniger. Wird weniger. So. Nein, nein, nein. So. 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 So, jetzt bitte nicht ohne mich abfahren. Danke. Los geht's. Erstmal kurz gucken. Da hinten ist noch was. Also los geht's. So, Achtung, anhalten. Wir haben leider nicht wirklich so eine Bremse oder sowas, aber ey, das klappt doch trotzdem ganz gut. So, einmal aufmachen, blaues Hemd vielleicht drinne. Yo, blaues Homer-Hemd. Ist das nicht das Ding aus, wie heißt das? Wind Waker, was man am Anfang anhat, bevor man das Gewand bekommt? Dieses weiche, bequeme Hemd wird traditionell auf einer Insel im Süden getragen. Ja, siehste. Der Stoff lässt viel Luft durch, daher eignet es sich hervorragend für warme Regionen. Entschuldigung, Leute. Sehr gut. Hoffentlich dürfen wir das behalten, weil das ist eigentlich ganz geil. Jetzt habe ich mir dieses Boot gebaut, das heißt, ihr wisst, was das bedeutet. Wir sind jetzt noch nicht fertig. Wir fahren jetzt nochmal weiter um das Schiff herum. Ich will gucken, ob hier noch mehr Kisten rumliegen. Hier ist keine mehr, hier liegt auch nichts, aber vielleicht auf der anderen Seite. Kann ja durchaus sein. Lass mich hier nochmal checken. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen, ja, dann weiterfahren. Weiß nicht, wieso, aber ich habe gerade so ein bisschen Insel Bezaid-Vibes. Kennt ihr das von Final Fantasy X, die Insel Bezaid, da wo man Yuna trifft und so? Und Wacker? Irgendwie so mit der Musik und so? Hab ich gerade so ein bisschen die Vibes, keine Ahnung. Hat mich gerade so eingeholt. So, hier war doch... Oh nein, ich bin von meinem Boot gefallen. Ich werde ertrinken. Los, komm. Ich hab doch hier gerade noch eine gesehen. Da. Was ist das denn? Das ist ein Schild. Ich will doch kein Schild haben. Ich will eine Kiste, verdammt nochmal. Gut, dann fahren wir nach vorne nochmal eben hier. Ich glaube, da war es wohl. Ja, keine Kisten mehr für mich. Alles eingesammelt, Leute. Na gut, dann gehen wir mal wieder zum Kleinen. Mal sehen, ob das Ding sich auch an Land fortbewegen kann. Ist ja im Grunde wie so ein Luftkissenboot. Nur ohne Luft, sondern mit Baumstämmen. Aber wird das nicht physikmäßig... Vorsicht! Okay, da passiert nichts. Brauchst dir doch keine Sorgen machen. Warst du jetzt der Kleine? Nee, du warst das. So. Wo könnte diese Eisenkiste mit Papas blauem Hemd bloß sein? Die Piraten haben sie im Meer versenkt. Und da die Kiste so schwer ist, wird sie wohl noch hier in der Bucht sein. Papa tut so, hatten wir doch alles schon. Ja. Oh, du riechst ja wie mein Papa. Okay, bisschen creepy. Hast du da das blaue Hemd von Papa etwa gefunden? Ja, hier, bitteschön. Da ist es, Junge. Dieselbe Farbe und es riecht auch genauso wie Papa. Hurra, Papas Hemd ist wieder da. Vielen Dank, ich werde es sofort zu Papa bringen. Mach mal eben. Papa! Ruft er in den Wind. Papa, der Herr dort, er hat ein blaues Hemd gefunden. Das riecht genau wie du. Ich habe gedacht, ihr Jungs seid zum Meer, um dort zu spielen. Stattdessen habt ihr nach meinem Hemd gesucht? Ihr seid zwei richtige Schätze.
Du hast mir nicht nur beim Wiederaufbau unseres Dorfes, sondern auch bei der Suche nach meinem Hemd geholfen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Als ich noch jung war, habe ich dieses blaue Hemd sehr oft getragen. Doch dann schenkte mir meine Frau diese Kleidung hier und seitdem hatte ich das Hemd nicht mehr an. Möchtest du es vielleicht haben? Blaues Hummerhemd, Hitzeschutz. Geilo. Wie, ich dachte, du wärst traurig, weil dein blaues Hemd fort war. Nicht wirklich, ich hatte nur dieses Hemd beim Essen vollgekleckert und war nicht sicher, wie eure Mutter reagieren würde. Aber sie war so lieb, mir meine Sachen ohne großes Murren zu waschen. Nun ist wieder alles sauber. Darum warst du so seltsam. Und dann habe ich mir also umsonst Sorgen gemacht. Umsonst, umsonst! Tut mir leid, dass du dir meinetwegen Sorgen gemacht hast. Sieh sich nur einer meiner kleinen Jungen an. Wie erwachsen er schon ist. Dein Papa ist sehr, sehr stolz auf dich. Doch ihr zwei. Darauf erstmal ein Stückchen Kaffee. Papas blaues Hemd. Geschafft. So, wir wollten was essen. Das Neueste vom Tage. Wollen wir mal sehen. Hier steht, schönster Ferienort Hyrule's vollständig wieder aufgebaut. Ah, sieh an. Angelstedt erstrahlt wieder in alter Schönheit. Hinter dem Wiederaufbau steht ein junger Mann, den alle nur den Retter nennen. Oh, sie schreiben ja schon wieder über unser Dorf. Da treffe ich mal jemanden und dann wird er zu unserem Retter. So, das Tagesgericht. Willkommen in der Schlemmerbucht, dem besten und einzigen Restaurant dieses Dorfes. Da wir uns bereits am Kartografieturm kennengelernt haben, bist du für mich nicht nur einer der vielen Reisenden. Du hast die Häuser und Läden und das ganze Dorf wieder aufgebaut. Alles sieht wieder aus wie früher. Ich muss dir Retter und Lander aus tiefstem Herzen danken. Ach, war das ein lustiges Festmahl. Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Lander, der mit meinen Kindern um die Wette tanzt. Egal wie oft ich mich daran erinnere, ich muss so lachen. Nimm dir doch etwas Paella mit. Meine Empfehlung des Tages. Noch nie dagewesener Genuss. Das ist das Motto der Schlemmerbucht. Du musst mein Gericht unbedingt probieren. Die Zubereitung habe ich an vielen Orten gelernt und perfektioniert. Das geht natürlich aufs Haus. Immerhin bist du der Retter unseres Dorfes. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Essen, ne? Paella. Dieses besondere Gericht ist reich an extravaganten Meeresfrüchten und wird von Fischern zu besonderen Anlässen gegessen. Na dann, hau rein. Ich werde mir neue Speisen ausdenken, also komm bald wieder, wenn du magst. Jo, ich koche jetzt hier erstmal ein bisschen. Das Blöde ist jetzt... Ah doch, ich kann sogar warten. Cool. Und zwar schauen wir mal nach Maxi-Sachen. Wir hatten doch so einige Maxi-Sachen. Rüstungskarpfen. Irgendwo ist doch bestimmt auch so ein Maxi-Barsch oder sowas. Ausdauerbarsch, Schwertkampf, Schleichzitter, Glut. Maxi-Pilze, irgendwas Maxi-mäßiges. Gib her. Wo sind Maxi-Dinge? Da. Maxi-Edeltrüffel. Und normaler Maxi-Trüffel. Alter, was macht denn der Edeltrüffel? Dann nehmen wir den mal in die Hand und wir verbinden den Maxi-Edeltrüffel mit hier so einem super Luxuswild. Da kann ja nur was Geiles bei rauskommen. Und gib ihm. Ja, ich wollte eben gerade ein bisschen kochen, man merkt es vielleicht gerade. Maxi-Fleischspieß mit Pilzen. Plus 4. Nice. Dann nehmen wir wieder so ein Max-Ding und dazu nehmen wir mal Edelgeflügel. Maxi-Fleischspieß. Nice. So, weiter geht's. Ich mache jetzt eben noch ein bisschen was, damit wir ausgerüstet sind. Die ganzen Maxi-Dinger einfach, die in die Pfote dazu, irgendwas. Ist eigentlich egal, was man nimmt. Ein Apfel zum Beispiel. Kriegen wir Maxi-Apfel-Kompott oder so. Wir müssen uns aber irgendwann mal an diese kulinarischen Sachen ranmachen, weil man kann so viel Zeug kochen in diesem Spiel. So viel Zeug. Da geht echt einiges. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, eine Pizza zu kreieren. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich denke, dafür brauchen wir eigentlich nur Butter. Weil Butter gehört da eigentlich nicht rein, aber egal. Ich würde sagen Butter. Dann diesen Hyrule-Weizen, Tomaten und vielleicht war und Käse. Das würde ich mir, so würde ich mir eine Pizza vorstellen. So, komm, wir machen einfach mal weiter. Ich koche jetzt noch ein bisschen was, falls wir nur aufs Maul kriegen, damit wir immer noch ein bisschen was zu essen haben. Wir haben, glaube ich, noch genug, aber schade, jetzt nicht eben ein bisschen aufzufüllen. Maxi-Obst mit Pilzen. Okidoki. In die Hand. Geht ja auch ganz fix.
Ja, und dann machen wir uns aber erstmal auf zum Flötenschlumpf, bevor ich den wieder vergesse, ne? Der wartet noch darauf, dass wir seine Freundin des Abends zu ihm bringen. Ja, du, die Liebe, die kennt ja keine Grenzen und so, und dann hat die auch Zeit, also... Wenn die sich jetzt nicht mehr mögen, dann war es keine echte Liebe, also insofern... Alles entspannt, würde ich sagen, ne? Oh, mal Tomaten hier kommen. Da kommt was Neues bei rum. Maxi-Pilz-Tomaten-Eintopf. Klingt irgendwie eklig, aber ist okay. Machen wir noch einen. Weiß. Ah. Bam! Maxi-Pilz-Tomaten-Eintopf. In die Hand. Und wieder ein bisschen Gemüse und Obst und alles rein. Schon erzählt, dass ich mich bereits jetzt wieder auf den nächsten Ocarina of Time Marathon freue. Aber es dauert noch so lange. Nächstes Jahr nach Wacken. Ist doch so lange hin. So, ja, komm. Zwei machen wir noch, da soll es erstmal reichen. Meine Provianttasche ist voll. Ja, dann lass mal. Gut, ja dann. Man kann nicht mehr unbegrenzt... Konnte man früher unbegrenzt Essen haben? Ich dachte, das wäre so, aber offensichtlich nicht. So, jetzt ergibt das auch Sinn. Wisst ihr noch, wie ich mich auch noch wunderte? Ich habe doch noch gesagt, sehr seltsam. Warum ist denn bei diesem Stall ein Questmarker? Also, alles klar, ich weiß, warum bei dem Stall ein Questmarker ist. Hier gibt es noch zwei, drei Dinge, die ich markiert habe. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den Quest hier. Jetzt ergibt es auch Sinn, warum da ein Questmarker ist. So gut. Warum ist denn da ein Questmarker? Sehr merkwürdig. Schön. Das ist der Blaufuchs, wie er leibt und lebt. Aber es ist immerhin nicht das gekrönte Tier. Ich habe ihn einfach nur vergessen. Ne? Das gekrönte Tier wird auf immerhin, also auf ewig meine größte Schmach, glaube ich, sein. Mit der meisten Häme. Wo ich selber jedes Mal wieder drüber lachen muss. Das war hervorragend. Das war wirklich hervorragend. Was ich mir da einen abgerödelt habe und da war es so einfach. Egal. Reden wir nicht mehr drüber. Machen wir weiter. So, auf zum Stall. Können wir nochmal nach Taki gucken. Wie es dem Guten geht. Oder ihr. Eigentlich ist es ein ihr, aber ich glaube, es ist ein Männchen. Ist egal. Es ist Taki. Ne? Mehr müssen wir nicht wissen. So, ich glaube, wir müssen bis zum Abend warten. Es regnet natürlich jetzt wieder. Oh, da ist er. Du bist so süß. Guckt ihn euch an. Ist ja nicht süß. Komm, kriegst du mal einen Apfel. So lange nicht mehr gesehen haben. Hier. Lass dir schmecken, ne? Ja. So, kein Rennen bei Regen. Der Regen ist auch scheiße. Jetzt muss ich leider Geld zahlen für so ein Bett, weil sonst wird das nichts. Guten Tag. Pardok. Hey. Hallo. Wie schön, dass du trotz des schlechten Wetters hergekommen bist. Dank dir, Link, schmückt nun dieses beeindruckende Bild unseren Stall. Für mich ist der Riesenschimmel ein Symbol der Hoffnung. Und vielleicht, ja vielleicht kommt eines Tages sogar jemand auf einem echten Riesenschimmel in diesen Stall geritten. Ich werde diesen Wunsch auf jeden Fall erfüllen, keine Sorge. Gut, dann noch einmal von vorne. Willkommen in unserem Stall, Link. Möchtest du bei uns übernachten? Ja, nützt nix. Normales Bett, bitte. Ein normales Bett, ja. Möchtest du deinen Übernachtungsgutschein verwenden? Oh ja. Du musst allerdings wissen, dass du in dem Fall keinen Stallpunkt erhältst. Ja, ist okay. Wunderbar. Damit kostet dich diese Übernachtung keinen einzigen Rubin. Wie lange möchtest du denn bleiben? Bis abends. Ich wünsche einen geruhsamen Schlaf. Einen geruhsamen Schlaf. Reden ist heute nicht mein größter Skill. Blam, blam. So, ist es jetzt... Die Sonne ist schon untergegangen, aber für dich beginnt der Tag jetzt erst. Ich hoffe, du fühlst dich ausgeruht. Sag, hast du dir schon einmal den Himmel im Nordosten angesehen? Da blitzt es die ganze Zeit. Siehst du diese schwarze Wolke, die einfach nur bedrohlich aussieht? Die gibt es seit dem Kataklysmus. Sie verschwindet niemals, nicht mal an den windigsten Tagen. Ich frag mich, was es damit wohl auf sich hat. Ja, da es halt Blitze sind, bin ich noch in Sorge. Ich muss erstmal kurz gucken. Ist hier jetzt schon irgendein Baum am Leuchten? Ich soll ja zu irgendeinem leuchtenden Baum sie bringen. Aber welcher Baum ist das? Naja, ich hole sie erstmal ab, das wird schon passen. Lass uns das mal nicht overthinken, ne? Ich glaube, es ist sie da hinten, oder? Sie da? Sie ist das bestimmt. Ah, guten Abend. Fane ist noch nicht zurück, obwohl es schon dunkel ist. Wo kann er nur sein? Kommst du mit?
Hm? Gut, aber wo gehen wir denn hin? Ja, komm mal mit. Wo gehen wir hin? Wir suchen jetzt einen Baum, der leuchtet. Ist dabei? Komm mal mit hier. Wo gehen wir hin? Oh Gott, sie ist ganz erschöpft von 3 Metern, ey. Wir suchen einen leuchtenden Baum. Ich habe noch keinen gefunden. Welcher soll denn das sein? Wenn ich so weit weggehe, bekomme ich Schimpfe. Ich gehe besser zurück. Okay, der Baum war es nicht. Hä? Wo ist denn der leuchtende Baum? Dann muss es vielleicht auch der da sein. Vielleicht ist es der große. Wahrscheinlich hat er den genommen. Ich finde schon noch den richtigen Weg. Kommst du nochmal mit? Ich verarsche dich auch wirklich nicht. Komm mal mit. Ah, du bist zurück. Sollen wir noch einmal losgehen? Ja klar, komm, war so witzig. Hm, gut, aber wo gehen wir denn hin? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich zu einem leuchtenden Baum, aber ich finde den jetzt auch nicht. Vielleicht ist der hier gemeint. Komm mal mit. Lass mal den hier nehmen. Komm mal her. Gott, bist du langsam. Ich dachte, ich bin der Informatiker hier. Komm. So. Hier? Oh. Okay, das ist wirklich schön. Er sieht nicht ganz so aus wie auf den Bildern in den Märchenbüchern, aber er sieht genauso aus wie in meinen Träumen. Vielen, vielen Dank. So schön hätte ich mir selbst nicht in meinen Träumen vorstellen können. Ich bin so glücklich. Das freut mich, dann hat sich der ganze Aufwand ja gelohnt und die Sache, das bisschen Warten war nicht so schlimm. Glücklich? Hurra. Gehört? Sie hat glücklich gesagt. Heite ist glücklich. Ich hab's geschafft. Ich hab Heite zum Lächeln gebracht. Aber einmal reicht mir nicht. Oh nein. Ich werde nicht ruhen, bis Heite nochmal so lächelt. Und dann nochmal. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich laufe zurück und spiele wieder im Ensemble zügellos. Dann werde ich berühmt und spiele noch besser Musik und sehe die Welt und hab was zu erzählen. Und mit meinem Flötenspiel werde ich Heite dann jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn sie Lust hat. Vielen Dank! Du hast echt ganz viel für mich getan. Hier, wenn du willst, dann nimm das hier als Belohnung. Maxi Edeltrüffel, hättest du mir das nicht gerade eben schon geben können? Aber gut, okay, meine Tasche ist ja eh voll. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Und wenn wir uns mal wieder begegnen, dann verspreche ich dir, Und wenn wir uns mal wieder begegnen, dann verspreche ich dir, dass dich meine Musik auch zum Lächeln bringen wird. Guck, es geht doch. Einfach mal ein bisschen chillen. Piano, ne? So, der Typ ist glücklich. Die Suche des Flötenspielers ist erledigt. Eine Serenade für Kessa. Jetzt können wir das nämlich machen. Wunderbar. Wie weit müssen wir denn dafür weg? Ach. Mach mal die Karte bitte auf. Das war doch richtig. Karte ist ein ganzes Stück, ne? Da oben. Dann können wir nämlich jetzt hier die nächste Fee öffnen und versuchen, unsere Klamotten etwas zu verbessern. Das können wir sogar ruhig bei Nacht machen, denn ganz ehrlich, so ein Konzert findet in der Regel ja auch Nacht statt, nicht wahr? Auf dem Festival auch mal tagsüber, aber in der Regel ja abends. Für die Atmosphäre und auch fürs Licht und so ist das eigentlich irgendwie geiler, ne? Mal gucken, ob die noch alle wach sind und Bock haben, ja? Dann schauen wir mal. Zuzu Umschrein. Dum, 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 dum. Und hier regnet es auch immerhin nicht. Das ist doch auch schön. Stall der Ebene von Hyrule. Nö, nö. Nö, 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 nö. Alles klar, Hahn ist gut. Meine Lieben, ihr hört ihn nicht, aber ich spüre ihn. Der Hahn ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen, muggeligen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Und da kommt Terry noch eben durchs Bild gewandert. Hi Terry, hau rein, ne? Bis denn, Junge. Ja, schönen Abend wünsche ich dir. Bis denn. Tschüss, Leute. Tschüss.